die Zuschauer sicherlich wieder ein Leckerbissen. Svetlana Boginskaya bei ihrer Bodenübung und die Musik. Anders als noch bei der WM in Stuttgart. Von Ravel der Bolero. Sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob diese Musik zu einer Bodenübung passt. Aber wenn überhaupt, dann kann nur Svetlana Boginskaya den Versuch wagen, dieses Musikstück zu interpretieren. Vor allem im zweiten Teil der Übung gelingt ihr das vorbildlich. Svetlana Boginskaya.